wochenlange Vorbereitungsarbeiten, eine Grundsanierung haben wir vorgenommen und dann hat die Firma Besmarco dann diese ganze Painting gemacht. Es war wirklich sehr intensive Arbeit und wenn man dann die Gesichter der Athleten sieht, die alle ein Lächeln auf den Lippen haben bei diesen Geschwindigkeiten und lautlos mit 50 km/h über den Ring zischen, dann kriegt man schon Gänsehaut, weil einfach das ein super Gefühl ist, dass man im Sport wieder was Gutes getan hat und die Kinder alle Freude haben und die Jugendlichen und die Profis, dass sie da im Wirkel dabei sein. Vorher war die Bahn ja auch schon sehr, ja, sehr glatt und angenehm zu fahren und auch da waren die Zeiten schon schnell. Aber wenn man jetzt auf die Zeiten schaut, ist das gar nichts im Vergleich zu dem, was es vorher war. Und das Gefühl ist einfach unglaublich, weil es super, super geschmeidig ist. Man hat unglaublich viel Grip, man muss sich keine Sorgen in der Kurve machen und das macht super viel Spaß, hier zu fahren. Ja, also als ich gleich auf die Bahn gekommen bin am Donnerstagabend, dann war gleich so wow. Das war so wirklich ein Wow-Gefühl. Und es macht einfach unglaublich Spaß, hier zu laufen, mit dem Panorama natürlich auch. Also wirklich wunderschön. Und die Bahn ist so schnell, die Rennen sind unglaublich attraktiv und es macht einfach Spaß zu laufen. Heuer ist es extrem gut besetzt. Die neue Bahn wird auch locken dafür. Und ja, es macht Spaß und es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist besser bis jetzt als EM auf jeden Fall. Also ist das schon sehr, sehr hochwertig. Yeah, I skated European Championships here. I was here last year as well. I love this track. It's one of my favorite tracks and now it got a Vismarco coating. It's another level again. This track is incredibly fast and it's also incredibly fun to race here. Yeah, Vorgöl is nice. For me, I raced here at the European Championship, but now with the Vismarco track, it makes one step better. So it's so good to see when I arrived the track. I saw some pictures before I arrived, but then to see the track like this, it's so nice. So no, it's good and it's good to see that the athletes going so fast and then no, it's good things. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, mittlerweile ist jetzt alles wirklich bei uns möglich und das lockt da wirklich viele Athleten immer aus der ganzen Welt an und ja, die Rennen werden noch spannender, noch spektakulärer und es freut sich jeder, wenn er herkommen kann und wirklich schnelle Runden in Vismarco jetzt legen kann, ja.